Du bist krank und trotzdem voll durchpowern im Training? Boah, neuen Körper. Boah, nach 2 Wochen krank fehlt einem echt die Luft nach so ein paar Reps, ne? Aber gut, dass wir so schnell fit geworden sind trotzdem. Und jetzt geht's weiter. Wichtig ist, dass man echt frische Luft, auch wenn man krank ist, einfach mal ein bisschen raus, Bewegung machen. Deswegen erstmal hier lüften. Oh. Brauchst du auch noch ein bisschen, ne? Oh, nur ein Körper. Alter, Alter. Bisschen Sport und schon bist kaputt. War jetzt auch erstmal 2 Wochen voll mit Grippe weg, wie gefühlt jeder in Deutschland einfach. Und dann gibt es einen weisen Spruch: Erkältung dauert 14 Tage mit Medikamente und 2 Wochen ohne. Natürlich muss man allgemein erstmal analysieren, was man hat, ne? Und natürlich gibt es da auch, man kann das nicht verallgemeinern, man kann nicht immer ohne Medikamente. Wenn man Pech hat, sitzt hier alles voll. Und dann muss man vielleicht doch etwas nehmen. Natürlich immer Rücksprache mit dem Arzt halten und dann klappt das und dann wird man auch schneller fit. Ansonsten kann man immer gute Hausmittel empfehlen. Ein Tee tut's immer, hilft immer. Hast du das mit drauf? Bitte. Man ist einfach noch nicht so weit. Nicht so viel zumuten. Lass uns nicht so schwer anfangen. So ist es immer, deswegen nicht so viel zumuten. Ich nehme nochmal eine Scheibe runter. Das ist doch immer das Gleiche. Und dann doch, komm, lieber noch ein Rap mehr. Jetzt fahren wir ja zur WM und im Topsport gibt es eigentlich auch so Business-Entscheidungen. Also im Fußball ist es ganz oft so, dass die Jungs fertig gemacht werden und müssen am Wochenende spielen. Das heißt, dann wird einfach Ibuprofen reingeknallt und Hauptsache der Junge kann spielen oder der Mann. Und das haben wir jetzt nicht. Natürlich zählt jedes Training, aber wenn du jetzt einmal richtig fit wirst in den 2-3 Wochen, wo du halt krank bist, dann hält sich das auch viel länger, als wenn man jetzt irgendwie medikamentös und nochmal durchtrainiert. Und das ist auch für den Körper viel gefährlicher. Deswegen das lassen, auskurieren und dann Vollgas rein. Also zusammengefasst, viel trinken. Dem Körper die Ruhe geben, die er einfach braucht, um fit zu werden. Medikamente nach Wahl, wenn nötig. Frische Luft einfach auch mal ein bisschen Energie dem Körper zu führen, aber halt nicht zu viel. Guten Tee besorgen, trinken und dann abwarten, was passiert.